Auf der Kieler Woche bin ich immer schneller voll als ein Wanderanleger. Was ist denn das bitte? Naja, vielleicht wissen ja die Leute auf der Kieler Woche, was ein Bananenjäger ist. Ich glaube, die frage ich mal. Ist ganz bekannt, kennen Sie den nicht? Ein Affe, der Bananen klaut. Das ist eine gute Idee. Und was für ein Affe ist das dann? Ein Orang-Utan. Ein Bananenjäger, was ist das denn für eine Frage? Das ist ein großer Käfer. Bananenwalzen mit einem Jägermeister obendrauf. Das ist ein Bananenjäger. Irgendwas, was mit einem Schiff zu tun hat? Irgendwas aus dem Schiffsbereich? Ich habe leider keine Ahnung. Also die Antworten haben mich jetzt nicht so überzeugt. Ich glaube, ich muss mal einen Experten fragen. Dr. Rohweder, was genau ist denn jetzt ein Bananenjäger? Bananenjäger oder Fruchtjäger war früher der Spitzname für Kühlschiffe. Die Kühlschiffe hatten die Aufgabe, leicht verderbliche Ware wie zum Beispiel Frischfleisch, Gemüse oder Obst und hier ganz besonders Bananen von Nord- und Südamerika nach Deutschland zu bringen. Die Kunden wollten natürlich frische Ware haben und deswegen mussten die Schiffe auf dem Atlantik sehr schnell fahren und deswegen hat man sie eben Jäger getauft. Alles klar, vielen Dank. Dann wissen wir ja jetzt, was ein Bananenjäger ist.